Iliana, geht es dir gut? Meine beste Freundin wollte mich ermorden. Was denkst du wohl? Überlegt, ob Wanda zu retten zu gefährlich ist. Du wagst es. Tut mir leid, ich... Geh, bevor ich etwas sage, das ich bereuen werde. Ich bereue heute Abend schon zu viel. Dann gute Nacht. Gut? Nichts an dieser Nacht ist gut, Hunter. Rein gar nichts. Nico, ich... Lass es. Ich möchte jetzt lieber allein sein. Wir versuchten zumindest. Spaß dir für eine Rede. Ich bin müde. Reden wir morgen, wenn es dir besser geht. Ja, klar. Könnte etwas dauern. Ich werde da sein. Aber Wanda nicht. Hunter, wenn du nach Caretaker suchst, sie ist in ihr Zimmer gegangen. Ja, und sie hat sehr deutlich gemacht, dass sie nicht... Sie ist ziemlich aufgebracht. Denkst du nicht, mit meinem Wissen, meiner Expertise hätte ich helfen können, Wanda zu retten? Nein. Wieso? Weil wir dir nicht vertrauen, Strange. Magic, dein Problem ist, dass du niemandem traust. Warum sollte ich? Wo warst du, als Wanda entführt wurde? Was hast du oder irgendein anderer Avenger getan, um sie zu retten? Ich dachte, das hätten wir geklärt. Niemand von uns konnte etwas tun. Nein, du hast das mit dir geklärt. Wir haben gehandelt. Und mit meiner Hilfe wärt ihr vielleicht erfolgreich gewesen. Bitte, ihr Avengers wärt uns nur in die Quere gekommen. Wir werden es wohl nie erfahren. Und da heißt es, Tony hätte viel Ego. Das reicht. Ich habe genug Probleme im Limbo. Jemand muss dafür sorgen, dass wir sicher durch die Raumzeit reisen können. Wer läuft jetzt vor dem Kampf davon, Iliana? Sei gewarnt, Hunter. Ich habe gerade... Das wird dir gefallen.
Endlich kriegen wir hier mal ordentliche Technik. Hast du noch mehr Helices für mich? Analyse notiert. Was denkst du? Wie lange sagtest du, warst du diesem Ding ausgesetzt? Es ist wahrscheinlich okay. Man sieht sich, Hunter. Wir könnten ein paar Runden drehen. Wenn du Carol in ein... In Ordnung. Darauf warst du doch aus, oder? Hätten wir ein paar Neulinge, würde ich sie zur Übung losschicken. Aber damit sind wir durch. Ich bin hier, falls du mich brauchst. Bist du bereit, Verbrechen zu bekämpfen? Ja.
Das ist ein bisschen kryptisch. Das ist ein Hinweis. Mach dir keine Sorgen, wenn du ihre Rätsel nicht alle auf einmal lösen kannst. Ich werde jede Nacht neue Hinweise übersetzen. Aber das Gelände der Abtei ist riesig. Wie soll ich wissen, wo ich suchen soll? Als Kind hast du gerne auf diesem Gelände herumgetollt. Wenn du eine Auffrischung brauchst, sieh dir deine Karte an. Wer ist ein braves Kätzchen? Ich wollte mich wegen gestern Abend entschuldigen. Ich konnte nicht glauben, was du und die Sans getan habt. Brauchte Zeit, es zu verarbeiten. Als sie mein Zauberbuch gestohlen hatte, wusste ich, dass ich Nikos Verzweiflung, Wanda zu retten, unterschätzt hatte. Hätte ich sie nicht so leicht aufgegeben, ihnen zugehört, geholfen, dann hätte ich sie davon abhalten können, selbst einzugreifen und alles zu riskieren. Haben Sie recht, Hunter? Denkst du, ich habe Wanda zu früh aufgegeben? Sei nicht so streng mit dir wegen dem, was du getan oder unterlassen hast. Aber es obliegt mir, nach bestem Wissen und Gewissen die richtigen Entscheidungen fürs Team zu treffen. Und dieses Mal bin ich spektakulär gescheitert. Wir geben alle unser Bestes. Jetzt gerade fühlt es sich nicht so an. Das muss nicht sein. Es erinnert mich immer an Lilith. Hätte ich vor Jahrhunderten versucht, sie zu retten, wäre es vielleicht nicht zu dieser Apokalypse gekommen. Tja, ich sollte mich wohl zusammenreißen und mich den Fakten stellen. Danke für das Gespräch, Hunter. Such dir dein Ziel aus. Bis dann.
Keine Gnade. Es wird erledigt. Schon mal gesehen. Vor Jahrhunderten. All die Forschung macht sich endlich bezahlt. Befehl ist gerade gekommen. Der hält sich für sehr. Meine Zeit zu glänzen. Diene ihr mit Ehre. Du wirst jede Hilfe brauchen, die du bekommen kannst. Wer dich geschickt hat. Dir schon was Besseres einfallen. Wow. Da stimmt was nicht. Zielerfassungssystem aktiv. Zeig mir deine Sünde.
Das Licht ist auf unserer Seite. Danke dafür. Mal sehen, ob Sie darauf eine Antwort haben. Nicht, wer ich bin, oder? Deine Zeit ist gekommen. Mehr hast du nicht drauf. Ich bin beeindruckt. Wir haben es geschafft. Hervorragende Arbeit. Braves Mädchen, Charlie. Man sieht, dass du bei Meisterjägern trainiert hast. Vielen Dank. Ich treffe mich heute Abend mit ein paar Leuten. Ein Buchclub. Du hast sicher zu tun, aber ich soll dich trotzdem einladen. Ein Buchclub? Ja, ich dachte mir, dass große und mächtige Hunter kein Interesse an einem Buchclub haben.
Falls es das Lesen wert ist, bin ich interessiert. Alle unsere Bücher sind lesenswert. Jedenfalls gehe ich jetzt zu dem Treffen. Ist vermutlich nichts für dich, aber komm ruhig mit, wenn du willst. Nach dir. Na gut. So funktioniert das Ganze. Wir suchen ein Buch aus, wir lesen das Buch und beim nächsten Treffen reden wir über das Buch. Ich bin mit Aussuchen dran, also Moment kurz. Ich muss eine Vorauswahl treffen. Was ist das beste Buch, das du bisher gelesen hast? Gar keines. Du hast noch nie ein Buch gelesen, aber gründest einen Buchclub? Hunter, ich habe die halbe Bibliothek gelesen. Ich habe zu viele Lieblingsbücher, nur noch kein Buchclub-Lieblingsbuch. Was für Bücher sind denn Buchclub-Bücher? Die guten, das ist jedenfalls der Plan. Habt ihr schon über das heutige Buch geredet? Naja, nein. Es gibt heute keines. Du weichst aus und ich weiß nicht warum. Genau genommen ist das unser erstes Treffen. Ah, ich dachte, ihr macht das regelmäßig. Ja, das wird es hoffentlich. Die schärfste Waffe hilft nichts, wenn der Verstand stumpf wie ein Stein ist. Lass mir einfach kurz meine Ruhe. Ich brauche das richtige Buch, wenn ich... Ich muss das richtige Buch finden, okay? Na schön. Ich hoffe, ich habe Zeit dafür. Ich war mal mit meiner Freundin Jazz in so einem Club. Aber der hat sich aufgelöst. Was ist passiert? Ich wurde versetzt, sie hat ein Kind gekriegt, es gab eine Alien-Invasion, das Übliche. Aliens? Ja, war viel los in dem Jahrzehnt. Das ist der erste Buchclub, den ich erlebe, der nicht zu einer ewigen Prügelei verkommt. Muss ja ein heftiger Buchclub gewesen sein. Bruce und Tony hatten damals einen Avengers-Literaturzirkel gegründet. Das erste Buch war Banners Lieblingsbuch. Tony fand es grottig. Die schlechteste Poesie, die er je gelesen habe. Ein Laboraffe mit Mascara im Auge könne besser schreiben. Ich weiß immer noch nicht, was das heißen soll. Tja, nur war es nicht Banners Lieblingsbuch, sondern Hulks. Oh nein. Zwei Etagen des Avengers Towers gingen drauf, bevor er sich beruhigt hat. Und wie ging's weiter? Black Widow hat die "Deswegen können wir nie was Schönes haben" Regel aktiviert und Buchclubs im Tower verboten. Gut, ich habe mich entschieden. Und was soll es sein? Das erste Buch, das wir lesen, ist Die Kunst des Krieges von Sun Tzu. Oh, ein Klassiker. Ja, das ist ein altes Buch. Viel älter als Hunter. Wie alt ist dieses Buch? 5. Jahrhundert. Uralt und immer noch relevant. Lass es uns auschecken. War das ein Bibliothekswortspiel? Ich entschuldige mich nicht. Ich hoffe, du bist stolz auf dich. Jedenfalls, die Zeit ist knapp, ich weiß. Aber schau doch in der Bibliothek vorbei und lies vor dem nächsten Treffen das Buch. Hoffentlich lest ihr es auch ganz. Das ist eines meiner Lieblingsbücher. Sieht man an deinem Katana. Ah, stimmt, darüber rede ich gern jederzeit mit euch. Nee, spare ich mir für den nächsten Buchclub. Ich könnte drüber reden. Nee, passt schon.
Das lief doch gut. Carol hatte Spaß, glaube ich. Was meinst du? Blade, hast du einen Buchclub gegründet, damit Carol beitritt? Nein. Ja, quasi. Wir haben über Bücher geredet und ich habe vielleicht vorgeschlagen, dass wir zwei ein Buch lesen und darüber reden. Captain America hat das gehört und Interesse bekundet. Carol hat gesagt, ich gründe einen Buchclub und er hat gefragt, ob er mitmachen darf. Und dann? Was sollte ich denn machen? Nein zu Captain America sagen? Sag einfach Bescheid, dann bin ich raus. Nein, schon gut. Ich find's irgendwie cool. Ich bin froh, dass jemand von den Midnight Suns dabei ist. Schön, dass du gekommen bist, Hunter. Aber vergiss nicht, auch das Buch zu lesen. Okay, mache ich. Ich mein's ernst. Hunter, hallo. Wie ich sehe, hast du eine weitere unserer mystischen Landmarken gefunden. Das sind die Steinstelen. Deine Blattvorfahren haben sie benutzt, um mit den Urgöttern zu sprechen. Wie soll das funktionieren? Angehörige der Blatt versammelten sich zwischen den Steinen und begaben sich in meditative Trance. Sie meinten, die Götter würden ihre Gedanken hören. Doch die Blatt wussten niemals sicher, wer am anderen Ende lauschte. Einige der alten Texte scheinen sich auf in die Steine eingravierte Glyphen zu beziehen, die im Laufe der Zeit verblasst sind. Könnte man sie denn trotzdem wieder lesbar machen? Genau das habe ich auch gedacht, Hunter. Ich glaube, die Glyphen sind noch hier. Sie brauchen nur die richtigen Worte der Ermunterung. Wenn du verstehst, was ich meine. Woher kamen die Worte der Macht? Ich bezeichne die Worte der Macht oft als Segen oder Geschenke der alten Götter. Doch sie sind eigentlich mächtige Anrufungen der einzigartigen Energien in den Nachkommen der Blatt. Und Caretaker hat die Worte auch genutzt? Natürlich, Liebes. Sarah hat die Worte der Macht auf dem Abteigelände genutzt. Genau wie du heute. Viele der Bereiche, die du siehst, scheinen empfänglich für diese Zauber zu sein. Das ist das Ergebnis von Sarahs vielen Aktivitäten.
Was sollte Wanda mit deinem Altar wollen? Was soll ich sagen? Manche Menschen sticht der Hafer und die Lust auf Abenteuer muss einfach befriedigt werden. Ich gehörte dazu und Wanda auch. Caretaker nicht so sehr. Aber bei dir erkenne ich es wieder, Hunter. Du hast also ihre Erkundungen unterstützt? Aber natürlich. Warum auch nicht? Was nützt uns unsere Macht, wenn wir unsere ganze Zeit in diesen Mauern verbringen? Was wäre das Schlimmste, das passieren könnte? Da bin ich auch überfragt. Bis zum nächsten Gespräch. Ich zocke gern, um von einem heftigen Kampf runterzukommen. Clash of Hellions, vielleicht Warhammer 3. Ninja with a Shotgun ist auch geil. Was liest du denn so spät noch? Die Hirnabsonderungen dieses Psychos Faustus. Dieses Tagebuch ist wie ein Liebesbrief an Aleister Crowley, das Necronomicon Jack the Ripper und Charles Manson. Verwurstet als albtraumhafte Poesie für den Amateurabend. Ich werde die ganze Nacht brauchen, damit das Sinn ergibt und uns vielleicht hilft, wieder ins Sanktum zu gelangen. Du bist erschöpft, Carol. Ruh dich aus. Du kannst Faustus Code morgen knacken. Ich schätze ja dein Mitgefühl, Hunter. Aber ich höre auf, wenn ich hier fertig bin. Wenn ich jetzt schlafen ginge, verfolgt mich dieser Stoff für Albträume bis in den Schlaf. Und mit Albträume meine ich nicht Lovecrafts Dämonen oder Cenobites. Ich meine, noch 12 Stunden Poetry Slam im East Village zu hören. Der echte Horror eben. Hör dir den Mist an. Lilith, dein Name ist ein schwarzes Loch, an das ich meine Seele verliere. Ich will in deinen Armen ersticken, gewürgt von den Ranken deiner finsteren Locken. Vernichte mich, Göttin, und ich helfe dir, diese Dimension zu vernichten. Jemand sollte Mutter warnen. Oh, arme Lilith. Selbst sie verdient was Besseres als Faustus. Ich kann nur sagen, Hydra hat ein echt schleimiges Personalproblem. So, ich muss mit der Nachtschicht weitermachen. Ich habe noch 400 Seiten von dem Mist vor mir. Ich lass dich wissen, was ich erfahre. Hey, Hunter, was sagen besiegte Hydra-Agenten? Nichts. Es kann nicht schaden, uns gegen Hydras Schad. Ich versuche, Jugend nicht mit Torheit gleichzusetzen. Ich wünschte, Illyana würde nicht jemanden mit reichlich Lebenserfahrung ansehen und Inkompetenz erwarten. Vielleicht hätte ich mehr tun können, um Wanda zu retten. Aber erst wenn ich in mein Sanktum komme, kann ich alles sehen, was ich getan habe. Magic versteht einfach nicht, was du durchgemacht hast, Doktor. Natürlich nicht. Sie hat nicht annähernd so viel vom Universum erlebt wie ich. Warum stört dich das dann so? Du weißt warum. Ich fühle mich ohne das Sanktum und all seine prophetischen Vorteile einfach nicht vollständig. Als wäre ich nicht ich selbst. Du kannst nicht mehr in die Zukunft sehen, okay. Aber das ist nicht dein wahrer Wert. Vielleicht ist es Zeit, deinen Platz in der Welt neu zu definieren. Vielleicht hast du recht. Aber wo fange ich an? Indem du dir bewusst machst, dass du der Meister der Magie bist. Egal, wo du nachts schläfst.
Danke, Hunter, für deinen weisen Ratschlag. Nun entschuldige mich. Dieser Meister der Magie muss einen Weg finden, uns aus dieser Misere herauszuführen. Magic, geht es dir gut? Nein, Hunter, das tut es nicht. Und dem Limbo auch nicht. Die dunkle Energie wächst an. Diese Gefahr, die du spürst, hast du nachgedacht, was sie verursachen könnte? Ja, aber ich möchte es nicht aussprechen. Es ist in Ordnung, Angst zu spüren, Magic. Ich habe keine Angst, Hunter. Es ist nur, wenn ich seinen Namen spreche, ist er wieder real. Worte haben Macht. Ich will ihm nicht noch mehr geben, als er ohnehin schon hat. Er? Wenn ich recht habe, erfährst du es früh genug. Heute kann ich nicht mehr sagen. Wie läuft's? Du bist Einzelkind, stimmt's? Ja. War mir klar. Caretaker hat uns immer von Liliths Kind erzählt, nicht von Liliths Erstgeborenem. Ein Kind von Lilith ist genug. Komm schon. Ein paar Schwestern, ein paar Brüder. Und du warst als erstes da. Also musstest du dich nicht mit gebrauchten Sachen herumschlagen. Das Halsband, das ich trage, schützt euch alle vor dem, was ich werden könnte. Was, wenn ich Geschwister hätte, die die gleiche Dunkelheit in sich tragen? Wow, wenn du es so ausdrückst. Es fällt mir immer wieder auf, wie sehr uns unsere Familie formt. Ich wäre nicht der, der ich bin, ohne meinen kleinen Bruder. Ohne meine Eltern musste ich schnell erwachsen werden, die Rechnungen bezahlen, gute Noten schreiben und für Gabe sorgen. Egal, was passiert. Einen Rachegeist in dir zu haben, kann es nicht einfacher gemacht haben. Es hat mein Leben kompliziert gemacht. Ich will nicht, dass es seins auch kompliziert macht. Es ist nicht einfach, beides zu vereinbaren, aber man muss es tun. Ohne Familie verliert man einen Teil von sich selbst. Das war grandios.